Mit der Oper Tristan und Isolde sind in Bayreuth die 100. Richard-Wagner-Festspiele zu Ende gegangen. Wie schon häufig sorgten auch in diesem Jahr einige Aufführungen für heftige Diskussionen. So die Neuinszenierung des Tannhäuser oder die Darstellung der Meistersinger von Nürnberg durch Festspielleiterin Katharina Wagner. Stark in der Kritik steht auch die Kartenvergabe für die Aufführungen. So viel diskutiert und debattiert wurde auf dem grünen Hügel seit Jahren nicht mehr. Schon die Neuinszenierung des Tannhäuser in der Regie von Sebastian Baumgarten spaltete die Wagnerianer. Die Wartburg als riesige Biogasanlage, das war eingefleischten Wagner-Fans dann doch zu modern. Statt Beifall jede Menge Buhrufe. Für viel Wirbel sorgte auch die Vergabepraxis bei den Festspielkarten. Bundesrechnungshof und Bund der Steuerzahler kritisieren, dass weniger als die Hälfte der Karten in den freien Verkauf gelangt. Der Großteil geht an Mäzene, Ehrengäste, Journalisten und Reiseveranstalter. Der Steuerzahler darf zwar mitzahlen, allein der Bund fördert die Festspiele mit mehr als 2 Millionen €. Die Chancen, eine Karte zu bekommen, sind aber gering. Das sind Probleme und das sind Schwierigkeiten, die natürlich seit längerem bekannt sind, die gelöst werden müssen, die sich nur nicht im Handumdrehen oder mit einem Schlag lösen lassen. Denn das, was über Jahrzehnte zum Teil gewachsen ist, was sich verfestigt hat, das kann man nur schrittweise auch einer neuen Regelung und einer neuen Ordnung zuführen. Noch in diesem Herbst will die Festspielleitung alle Kartenkontingente auf den Prüfstand stellen, einige womöglich verkleinern oder streichen. Richard Wagner selbst würde das wohl ganz recht. Er hatte die Idee von der Oper für alle. Mit dieser Idee hat die aktuelle Vergabepraxis in Bayreuth aber wenig zu tun.